Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Nur zur Information, das hier ist Part 2. Falls ihr Part 1 nicht gesehen haben solltet, klickt bitte oben rechts in die Infokarte oder einfach unten in der Videobeschreibung ist auch nochmal der Link zu Part 1. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß hier bei diesem Opening. Ja, und ja, da sind auf jeden Fall noch ganz schön viele krasse Truhen mit dabei. Haut rein! Und die machen wir auch einzeln auf, weil ich möchte so ganz gerne sehen, wie das aussieht, wenn man die einzeln aufmacht. Weil das finde ich mal so ein bisschen interessanter. Hier haben wir ein heiliges Licht, Nummer 1. Oh Mann, also das wird, glaube ich, krank, die 60 Kisten. Holy moly. So, was haben wir denn hier sonst noch so? Ja, die sind nicht ganz so interessant. Zumindest finde ich die nicht interessant. Die werden zwar ziemlich gebraucht, hier diese Durchbruchsteine, aber ja, weiß ich nicht. Die sind für mich nicht so relevant, weil es einfach zu teuer ist für ja, Free-to-Play-Spieler in Anführungszeichen. Ich bin ja im Moment Free-to-Play und ja, darum ist das nicht ganz so relevant. Hier haben wir noch mal ein heiliges Licht. Also ich glaube, mit heiligen Lichttalenten kann er eine ganze Menge anfangen. So, dann haben wir hier ganz viel 10er Skills. Oh Mann. So, hier haben wir noch mal Durchbruch, Durchbruch, 10er Skill wieder. Dann haben wir nochmal Karma-Steine. Also diese Truhen, die sind krank. Also diese, alter Schwede. Und vor allem hat auch so viele davon, von den Truhen. Das ist einfach unnormal krank, was da alles rauskommt, Leute. Holy shit, da war unendlicher Pakt übrigens, was man auch ziemlich gut spielen kann. Auf diversen Helden, Wappen. Mal die Boxen, die waren noch normal mit den Wappen, ne? Und es gibt ja jetzt auch schon ganz viele, es gibt ja hier schon diese Achterwappen-Pakete, wo man die einfach da rausbekommen kann. What the fuck, Alter? Weißt du, es gibt noch keine besseren als Achter. Und die kann man einfach easy bekommen. So einfach ohne weiteres. Wenn man mal so überlegt, in diesem verschollenen Reich, ne, hier, ihr wisst schon, wo keiner spielen möchte, da bekommt man ja normalerweise die ganzen Runen her. Wir haben übrigens nochmal ein heiliges Licht. Und, ja, Leute, ich weiß nicht, als Free-to-Play-Spieler bist du einfach komplett am Arsch. Wirklich komplett am Arsch, weil du kriegst keine vernünftigen Wappen zusammen. Also da muss ich wirklich einfach mal sagen, oh Mann ey, da kann man sich aufregen ohne Ende. Weiß ich nicht. Dass man da wenigstens mal eine Chance hat, auf ein 5er-Wappen zu kommen oder so. Nee, das ist nicht. Also die Belohnungen, da müssen auf jeden Fall angepasst werden. Wenn man jetzt, wie gesagt, mal sieht, dass man so einfach gute Wappen schon bekommen kann, also ja, wie oft hier einfach mal Antrieb kommt als Wappen. Holy shit. Nochmal. Ich meine, ja, ist gar nicht so verkehrt. Aber trotzdem, Leute, also krank. So, was haben wir sonst noch so Schönes? Ja, hier wieder Zeug, Leute. Zeug ist auf jeden Fall am Start. Unheilige Pakt, natürlich. Wer hätte es denn gedacht? Oh Mann. Ich glaube, darüber freut er sich. Ich glaube, er freut sich hier wirklich über die heiligen Lichte und unheilige Pakte. Ich weiß nicht, ob das die Mehrzahl ist von diesen Dingern, aber ja, die Bücher, glaube ich, braucht er nicht unbedingt. Aber ja, wenn man jetzt gerade vom Teufel spricht, nicht mehr Bücher, bitte. Keine Bücher, einfach keine Bücher. Antrieb, ja, ich weiß nicht, ob Antrieb so als Wappen, als Fünfer überhaupt gut ist, weil er hat, glaube ich, schon ziemlich viele gute Achterwappen. Ich habe mal kurz drüber geguckt gehabt und ja, das sah ziemlich gut aus schon. Nochmal online gepackt, natürlich. Natürlich. Warum denn auch nicht? Nochmal heiliges Licht. Warum? Weißt, jeder hat es drauf abgesehen. Auf heiliges Licht und unheiligen Pakt. Und zumindest so habe ich es abgesehen auf die Talente. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Kriegsgott kann man auch immer noch ganz gut verwenden. Genauso wie Steinhaut und Hartnäckigkeit. Das sind so die Talente, die ich ganz gerne spiele. Bollwerk auch. Bollwerk kommt übrigens en masse gerade auf meinen beiden Accounts. Ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Oh Mann. Da kommt das erste Mal, wo man 5-5er Boxen bekommt. Ja, ich weiß nicht. Also, die waren ganz schön wenig vorhanden. Sagen wir mal so. Übrigens jetzt, wir bekommen ja ganz, ganz viele heilige Lichte jetzt gerade. Cosmo mit heiligem Licht? Fragezeichen. Also stelle ich mir jetzt erstmal gar nicht so verkehrt vor. Könnt ihr gerne mal unten reinschreiben, wenn ihr da schon Erfahrungen gesammelt habt. Ja, ob ihr das da drauf spielen würdet oder halt nicht. Aber bitte nur reinschreiben, wenn ihr wirklich auch einen Cosmo gerade schon habt und das gut einschätzen könnt halt. Sonst bringt mir das natürlich nichts. Ne?
So, dann haben wir hier noch exklusive Taschen 5. Ja, genau, das ist 5. Und ja, hier haben wir jetzt Skin-Fragmente drin. Hier von diesem Pflanzenkrieger. Ich weiß gar nicht, ob er den Pflanzenkrieger schon hat. Ich glaube schon. Können wir gleich mal reingucken. Aber ja, wir machen die. Die machen wir im Schnelldurchlauf auf, weil die finde ich nicht ganz so interessant. Ja. So. Ist, glaube ich, ein bisschen besser. So, ja, was haben wir denn hier bekommen? Hier haben wir. Würde ich ja noch nicht mal einen Pflanzenkrieger rausbekommen. Aber einen Skin haben wir zusammen bekommen. Okay, und ja, noch nicht mal einen Skin von diesem. Und diese Anivia, sag ich immer, aber ist ja ein Lazu. Leute, ich bin immer so ein bisschen lol verseucht. Holy shit. So, dann haben wir hier nochmal bessere, ja, Truhen halt. Und ihr habt ja gesehen gehabt, ne? Also es verdoppelt sich irgendwie jedes Mal in der Box davor, also in dieser Truhe davor, haben wir nämlich eine Chance gehabt, 5-5er Boxen zu bekommen. Hier haben wir einmal eine Chance, 10-5er Boxen zu bekommen. Sagen wir einfach mal so, da kann man sich bloß. Oh Mann, ey. Was ist denn da los bei IG? Das ist einfach zu krank. Also, das ist zu gut, die Belohnung. Also, naja. Ja, worauf haben wir es ja abgesehen? Auf jeden Fall hier ein Level 9er Talent Insignia natürlich. Ich weiß gar nicht, ob er so unbedingt hier die Skin-Fragmente haben möchte. Wie sieht es denn aus hier mit den Skin? Okay, hier braucht er noch anscheinend. Warte mal, wo sieht man das denn hier nochmal? Ah, okay, den Pflanzenkrieger-Skin, den hat er anscheinend noch gar nicht gehabt. Der ist anscheinend neu. Oh, warte mal, was ist das? Hä? Keine Ahnung, was das ist. Das muss ich mir nachher später nochmal angucken. Hä? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, egal. So, hier hat er noch gar nichts weiter, hat er auch noch nichts von. Okay. Hä, was ist denn das? Erreiche Gesamtlevel 30, um Fähigkeitslevel zu erhöhen. Mhm. Naja gut, muss ich mir mal angucken. Habe ich noch nicht gesehen. Das ist interessant, sagen wir mal so. Okay, gut. Jetzt, das hat mich ja komplett aus dem Konzept gebracht. Holy shit, was ist das? Also das muss ich mir gleich mal nochmal angucken. Alter Schawede. So, dann öffnen wir mal hier die Kisten. Also wie gesagt, wir haben jetzt noch nichts weiter von den Skins, ja, darum ist eigentlich soweit alles gut. 5er Boxen richtig gut. Ja, vielleicht machen wir sogar nochmal ein, ja, dass wir sozusagen die ganzen 5er Boxen öffnen, damit wir dann halt ein gutes Talent für den Cosmo bekommen. Aber ich bin mir noch nicht zu 100% sicher, was da halt wirklich ziemlich gut ist auf dem Cosmo. Da werde ich mal wahrscheinlich nochmal mir in der Gilde mal nochmal nachfragen, ja, wie die das spielen würden. Beziehungsweise ihr könnt ja gerne unten in die Kommentare das einfach mal reinschreiben. Oder ich gucke einfach mal bei YouTube, was da so abgeht, wie die das so spielen. So, dann haben wir hier, ja, Level 9 Talent in Signion. Ja, die kann man sich mal gönnen. 5 Stück, also ein halbes 9er Talent. Komm schon, eine noch. Oh nee, naja gut, okay. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Dann haben wir hier von diesen neuen, ja, ich glaube, hier sind relativ, hier sind, glaube ich, ja, hier ist auf jeden Fall dieses neue Talent mit dabei. Ja, aber ich weiß nicht, ob die so unbedingt besser ist als die davor. Obwohl, die davor war, glaube ich, da hatten wir noch eine Chance gehabt, 5er, 6er Wappen zu bekommen. Ne? Diese wurden jetzt rausgenommen und dafür nur noch 7er oder 8er. Wir wollen natürlich erreichen, dass wir möglichst nur 8er Wappen daraus bekommen. Ja, was würde ich mir hier wünschen? Also ich habe, also im Moment bin ich wirklich auf dem Trip, dass Überleben ziemlich gut ist. Quicken kann man, glaube ich, immer gut gebrauchen. Heiliges Licht, Unheiligen Pakt, die üblichen Verdächtigen, die restlichen, ja, weiß ich nicht, hier entzweien vielleicht noch für den World Boss, aber sonst, ja, die restlichen Sachen würde ich jetzt nicht unbedingt bevorzugen. Also ich würde schon sagen, ja, Überleben. Das ist so im Moment mein Lieblingstalent. Ja, aufgrund dessen, weil ich es halt auf meine Hütten habe und dadurch den GK ziemlich easy down machen kann. Ja, gut, dann versuchen wir einfach mal 9er Wappen, sage ich schon, 8er Wappen rauszubekommen. Hier leider nur ein 7er, aber einen unheiligen Pakt, ein 8er Stärken. Ich glaube, damit kann er sogar noch was anfangen. Ich habe nämlich im Lagerhaus keine 8er Wappen, also kein 8er Stärken gesehen als Wappen.
Und ja, vielleicht kann das ja sogar noch gut einsetzen. Nochmal unheiligen Pakt als Siemer. Okay, hier haben wir Gunst des Heiligen als Wappen. Ja, ich glaube, das ist eher so World Boss-mäßig, ne? Und Vitaler Segen, glaube ich, heißt das, ja. Naja, gut, okay. Die machen wir auch nochmal kurz auf hier. Direkt zu Wappen umwandeln, würde ich sagen, weil, ja, anders will er es sowieso nicht verbrauchen. So, dann hat er da direkt das schon mal. So, was haben wir denn hier sonst noch so? Ich glaube, das war's soweit. Ja, genau, die restlichen Sachen, die machen wir vielleicht in einem anderen Video auf. Also hier diese ganzen 5er Boxen, mal sehen. Oder wir testen halt, Alter, wir haben 5-mal heiliges Licht und 4-mal unheiligen Pakt rausbekommen. Richtig krank. Alter Schawede. Also damit kann er richtig was anfangen. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, 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 gucken. Wie das hier mit dem Regenerieren, Quatsch, Regenerieren sage ich schon, Stärken aussieht. Aber ich glaube, da hat er genug. Oder? Ich sehe hier gar keinen 8er Stärken. Alles bloß ein 7er. Gut, okay, dann ist auf jeden Fall ein Upgrade. Richtig gut. Alter, ich hab. Naja, okay. Also auf jeden Fall, dann würde ich sagen, wenn euch das Video soweit gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine positive Wertung freuen. Und ja, wir sehen uns dann in einem anderen Video. Haut rein und ciao.